times are ripe to die. Zurück zu XCOM. Heute machen wir mal keine Mission. Heute möchte ich mal diese ganze XCOM-Geschichte hier mal erkunden. Ich habe keinen Blasenschimmer. Also dieser Schimmer ist dahin geblasen. Okay, wir sind jetzt einmal da bei den Ingenieuren. Kein laufendes Projekt. Das werden wir natürlich gleich mal ändern. Mal schauen, kurz einen Blick. Ich habe schon wieder mal ein paar Tage mit aufgenommen. Einrichtungen bauen. Erweitere den XCOM-Stützpunkt, indem du neue Gebäude errichtest. Ein bisschen Raum haben wir hier oben noch. Aber wenn wir unsere Anlage wirklich vergrößern wollen, müssen wir unter der Basis graben. Aber je tiefer wir graben, desto teurer wird es leider auch. Okay. Bauzeit, voraussichtliche Dauer 5 Tage, Projektkosten 2 Energie 50. Die Wartungskosten für dieses Gebäude betragen 10 pro Monat. Ja, aber probieren wir es. Okay. Jetzt haben sie mal da was gebaut. Mal schauen, wie lustig das noch wird. Ich weiß es nämlich nicht. Forschung zur Verarschung. Da wollen wir auch. Aktuelle Forschung. Pulsbogen schnell 2 Tage. Ah ja, stimmt. Da brauchen wir ja lebende Forschungssubjekte, weil sonst haben sie ja irgendwie, oder sonst kennen sie irgendwas nicht, ja. Ich glaube irgendwas mit Rüstung oder so, ne? Durchsuche gesammelte XCOM-Archiv. Xeno-Alien-Material. Unser Verständnis der außerirdischen Materialien ist bestenfalls marginal. Wir könnten noch Jahre damit verbringen, die komplexen Produktionsmethoden zu entschlüsseln, die zur Herstellung und Bearbeitung dieser Substanzen nötig sind. Aber wir haben es geschafft, einige der beobachteten Technologien grob in unsere eigene Forschung zu implementieren. Unsere erste Entwicklung, ein mehrlagiges Kohlefaser-Nanogewebe, ist eine Adaption des ungewöhnlichen Gewebemusters, das einige Alien-Materialien aufweisen. Dieses neue Gewebe ist reißfester als jedes dem Menschen bekannte Material. Wenn wir das in eine Schutzweste einbauen können, würde das die Rüstung unserer Soldaten deutlich verstärken. Nanoweste zur Herstellung verfügbar. Okay. Mal kurz. Xenobiologie. Alien-Sicherheitstrakt zum Bau verfügbar. Okay. Wir haben es geschafft, das gesamte Genom der außerirdischen Spezies zu kartografieren. Obwohl ich zu Beginn nicht mal sicher war, ob das mit unserer existierenden DNA-Sequenzierungstechnik überhaupt gehen würde. Doch unser Erfolg führte zu einer verblüffenden Entdeckung. Es sieht so aus, als sei die Biologie der Außerirdischen unserer doch überraschend ähnlich. Diese Entdeckung hat die Neugier des Forschungsteams geweckt, denn sie wirft neue Fragen auf, neue Fragen über die Herkunft dieser Spezies auf. Nach der Untersuchung mehrerer Alien-Leichen haben wir auch einen Trend festgestellt. Schlüsselkomponenten der genetischen Struktur sind bei den einzelnen Testsubjekten absolut identisch. Auch wenn es zu diesem Zeitpunkt anmaßend wäre, Schlüsse ziehen zu wollen, wie das möglich ist, glaube ich doch, dass einfache Logik uns schon sagt, dass diese Aliens das Produkt aggressiver Genmanipulation sind. Weit fortgeschrittener als alles, was wir auf der Erde kennen. Wenn die Außerirdischen wirklich zu derartigen Manipulationen auf Zellebene fähig sind, dann fürchte ich, dass wir erst einen vagen Schimmer von ihrer wirklichen technologischen Überlegenheit zu sehen bekommen haben. Auf jeden Fall ist weitere Forschung unabdingbar und auch wenn wir einige Entdeckungen durch die Untersuchung der Alienleichen machen konnten, denke ich doch, dass wir ein lebendiges Exemplar fangen müssten, um die Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Genau, das war das mit dem lebenden Alien. Aktuelle Forschung. Dünner Mann, Autopsie, bitte, was ist denn das schon wieder?
Dünnermann-Leiche. Diese Aliens sind eindeutig als Infiltratoren gedacht, dazu erschaffen, sich ungesehen unter uns zu bewegen und uns zu beobachten. Die Frage ist nur, wie waren die Aliens in der Lage, die Spezies körperlich dermaßen zu modifizieren und an ihren Zweck anzupassen? Sektoidenautopsie. Das musst du einmal verstehen lernen. Unsere ersten Scans der kleinen außerirdischen Humanoiden zeigen etwas sehr Bemerkenswertes. Wir haben kleine, nicht biologische Elemente entdeckt, die in den internen Aufbau integriert sind. Das könnten eventuell irgendwelche Implantate sein, okay? Schalenrüstung. Normal 10 Tage, ab. Wir haben weiter mit den außerirdischen Legierungen experimentiert und eine der möglichen Anwendungen ist eine leichtere, aber festere Panzerrüstung. Unsere ersten Tests sind sehr ermutigend. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. UFO-Flugcomputer, die Navigations- und Steuerungsmodule, die wir in dem abgestürzten UFO gefunden haben, scheinen gleichzeitig als Flugcomputer und als Kommunikationsgerät zu dienen. Eine Erforschung könnte unsere Möglichkeiten verbessern, anfliegende UFOs zu orten. Experimentale Kriegsführung. Unser Wissen über Alien-Technologie ist zwar noch sehr begrenzt, aber das bisher Gelernte reicht schon aus, um den Kampf, wie wir ihn kannten, zu revolutionieren. Wenn wir auf Augenhöhe gegen diese Gegner antreten wollen, müssen wir die Alien-Technologie für unsere Zwecke anpassen. Entschuldigung. Waffenfragmente. Schnell 3 Tage, 5-mal Waffenfragmente. Diese Fragmente sind alles, was von den mächtigen Alienwaffen übrig geblieben ist, die wir gefunden haben. Weitere Forschung könnte uns zu Fortschritten bei unserer eigenen Waffenentwicklung verhelfen. Okay. Ich habe das in der letzten Episode schon mal angesprochen, glaube ich. Wenn du so rundenbasierte Spiele, so wie das zum Beispiel, wenn du so etwas kennst, dann ab in die Kommentare damit. Ich habe jetzt mal kurz nachgeschaut. Ich habe 3 Teile von XCOM. Das Enemy Unknown. Dann habe ich den 2. Teil. Bei Enemy Unknown gibt es noch irgendeins. Da müsst ihr aber nachschauen, was wieder aus das Fernsehen ist. Ich habe das Spiel über Steam gekauft. Enemy Unknown, Enemy Within. Dann habe ich den 2. Und dann habe ich noch Chimera Squad. Genau. Und also ich könnte jetzt in den kommenden Monaten so viel XCOM bringen, dass das schlecht wird davon. Wie gesagt, ich finde das Spiel nicht schlecht, absolut nicht. Es hat was, was ich selber nicht kenne. Frische Soldaten, auch frische Rekruten anmustern. Schau dir das Ehrenmal für die Soldaten an, die bei der großen Invasion gefallen sind. Bogdanov, okay. Turner. Solovyov. Da, okay. Okay. Ja dann, mögen Sie in Frieden ruhen. Offizierschule, Soldaten anzeigen. Hoppala. Ups. Fähigkeiten. Du Dödel, Alter, das ist. Auf was soll ich mich da einlassen? Das ist so umfangreich. Du darfst bitte, wenn du das Spiel schon kennst, wenn du das schon 300 Mal gespielt hast, bitte, ich habe jetzt gerade einmal 2,5 Stunden drinnen, gell? Fähigkeiten, Bewaffnung, individualisieren. Einsätze 4, verwundet, 5 Tage braucht er noch bis zur Heilung. Achso, weiß ich schon. Okay, ja, da damals haben wir nichts. Die sind aktiv und die 4 müssen sie erholen. Verwundet, 8 Tage, 9 Tage, 2 Tage. Okay. Was gibt's denn für Soldaten? Kosten für Anmusterung. Kapazität der Kaserne 12,99. Ist was? Was ist da hinten? Da ist nichts mehr, gell? Nein. Offizierschule schaltet taktische Upgrades für XCOM-Soldaten frei. Auf 5 Soldaten.
Man lernt schnell, jeder Abschuss bringt 25% mehr Erfahrung. Truppgröße erhöht auf 5 Soldaten. Ja, probieren wir's. Mehr so schief gekonzert, oder? Wow. Hangar? Betrachte und bearbeite alle Jagdflieger, die XCOM besitzt. Schiffsliste ansehen. Bei der Auswahl eines Flugzeugs im Hangar können Sie die Waffen entsprechend unseren Anforderungen anpassen. Reparatur 2 Tage, Waffeninfo, Flugzeuginfo. Stark veränderter und überarbeiteter Jäger. Flugeigenschaften, Zielerfassung, bla bla bla. Das braucht man nicht unbedingt. Ja. Aber es gibt eine Sache, die würde mich jetzt ein klein wenig. Lagezentrum. Genau, da ist das. Jetzt verstehe ich aber nicht. Satelliten starten, offene Aufträge, besuche den Schwarzmarkt, verkaufe. Okay. Satelliten starten. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Aha. Ja, das freut mich, aber was ist denn. Was ist in China los? Nein. Was ist da? 150 pro Monat. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Ja, aber das Geld habe ich nicht mehr. Weißt du, was wir jetzt machen werden? Einsatzleitung. Technik, Lagezentrum, Hangar, Forschung. Dünner Mann, Autopsie, Waffenfragmente. Diese Elende, die Frage. Okay. Sektoiden-Autopsie. Wir haben eine. Schalenrüstung. Alien-Nav-Computer. Flugcomputer, eine Erforschung. Ja, probieren wir's. Ich stimme zu. Das scheint die dringendste unserer Forschungsoptionen zu sein. Wir machen uns sofort an die Arbeit. Ich lasse Sie wissen, sobald der Bericht fertig ist. Bussi, Frau Walfisch, wirklich. Also, na, wirklich. Jetzt darf mich aber nur interessieren, Einsatzleitung, da. Nach Aktivitätsscan. Alien-Sicherheitstrakt online. Alien-Sicherheitstrakt, Bau abgeschlossen. Ja. Weitermachen. Ich würde ja gerne 2 Tage neues Treffen, Aufzug, Alien-Ratsbericht. Zugangslift einsatzfähig. Ah. Neue Soldaten auf dem Stützpunkt sind in den aktiven Dienst zurückgekehrt. Weitermachen. Commander, wir bekommen eine Übertragung vom Rat. Sie kommt jetzt auf den Monitor. Trifft eine Wahl, warte mal. Der Rat erbittet eine. Trifft eine Wahl, Sting, zufällig. Slingshot. Ratseinsatz, Freunde in niederen Positionen. Ein Mitglied des Verbrechersyndikats der Triaden hat sich an eine unserer Kontaktpersonen gewandt. An den Mann. Selber haben wir zwar kein Interesse, aber angeblich befindet sich ein Stück einzigartiger Technologie in seinem Besitz. Sie müssen in der Sache ermitteln. Weitere Einzelheiten geben wir nahe. Wir starten den Einsatz. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Natürlich. Vertraulich, vertraulich und vertraulich. Also uns kann man vertrauen. Strike One, bereit machen zur Landung. Beginne den Angriff. Für unseren nächsten Einsatz reisen wir nach China. Kurz zum Blick.
Vor den vielen Reihen kriegst du einen trockenen Mund wie Schleifpapier. Wenn unsere Vermutung stimmt und das Gerät der Kontaktperson echt ist, dürfte es extrem wertvoll sein. Seien Sie auf der Hut, die Aliens könnten versuchen, es wieder in ihren Besitz zu bringen. Einsatzziele, bringen Sie den VIP und das Alien-Artefakt zum Abholpunkt, schlagen Sie jeglichen Widerstand nieder. VIP muss überleben, natürlich. Sie müssen meine Kontaktleute sein. Niemand, der Vergeltung fürchtet, würde so auftreten. Na, harte Sau. Nicht viel anders als einen Menschen zu töten. Es wird nicht lange dauern, bis sie merken, dass ich verschwunden bin. Vor allem, da ich dieses Ding dabei habe. Wenn sie mich mitnehmen, gehört es ihnen. Also mein Ding zwischen den das Beinen kriegst nicht. Und wie es aussieht, hat er das Paket dabei. Wir müssen ihn wohlbehalten zum Abholpunkt bringen. Seine ehemaligen Auftraggeber und erst recht die Invasoren werden hinter ihm her sein. Neues Ziel erhalten. 1, 2, 3, 4, 5 und da ist er. Warte mal kurz, wie ist denn das gegangen? Genau. Und zwar... Du, Meister... Das wird sehr interessant. Warte mal. Aha. Hier ein kleines Hintertürchen. Kurz einen Blick. Auf Q kann man die Kamera drehen. Siehste, ich lerne ja dazu. Es dauert halt nur ein bisschen. Schau nur gerade, wo Alien-Aktivität ist. Sicher mal du bitte mal da. Okay. Arm A befehligen. Ah ja, siehst du, da zwei Aktionspunkte. Geil. Aber nur wohin mit ihm? Das ist die große Sache und Frage. Er sichert mir den an. Er sichert mir ihm an. Warte mal. Geht sich das bei dir aus, dass du die versteigst, na. Na. Kruze fix. Dann geh du Heint sie daher. Danke. Ihr Warzen meiner... Ja. Ich weiß nicht genau, wo mein Boss das Ding her hat. Aber er hörte sich Gebote von einer ganzen Reihe von Kaufinteressenten an. Ungeachtet ihrer Absichten. Das freut mich aber. Alien-Aktivität haben wir da noch keine, gell? Nö. Ja, wenn es jetzt ein bisschen länger dauert, dann dauert es ein bisschen länger, aber lass mich in Ruhe. Achso,
Er hat wieder keine Aktionspunkte. Er ahnt. Aber er hat Ahnung. Wachsam bleiben, Strike One. Feindliche Kräfte nähern sich ihrer Position. Oh Scheiße. Warte mal kurz. Jetzt bin ich kurz verwirrt, kurzzeitig. Feldposten. Ich probier's. Scheiße. War andere Idee. Er müsste den mit erwischen, oder? Ich spüre schon gut. Hat was, ja. Und ich Idiot hab sowas noch nie früher angefangen. Warum eigentlich? Naja, bisschen mehr Schuge bin ich schon. Dünner Mann, Chance auf plus 10, niedrige Deckung. Autopsie nötig für mehr zu erfahren. Schließen. Scheiß. Ziel verfehlt. Der Auftrag an sich schien banal. Ein Gerät an einem bestimmten Ort abzuliefern. Warte mal. Er ist da. Achso, Alter, du bleibst damit da. Haben wir da auch irgendwo so einen Herrn Badudel? Nein. Haben wir nicht. Sehr gut. Nicht gut. Also sonst geht du. Scheiße. Die Verteidigung, okay. Ja. Er hat keine Aktionspunkte. Meinst, trifft er ihn? Ich spüre so einen Hammer. Ah, tag mal. Ich müsste zu... Shit. Muss ich jetzt daherkommen? Achso. Jetzt hab ich wieder aufgepasst. Ja, er hat keine Aktionspunkte, das ist der Scheiß. Feuer. Bedrohung eliminiert. Geiles Schau. Wenn du... Mir ist gerade ein Name eingefallen. Sorry, ich hab... das waren's bitte nicht noch. Du darfst eins bitte nie übersehen bei mir. Ich habe ein relatives Kurzzeitgedächtnis. Aber ich kann mich an eine Unterhaltung im Community-Tab von vor einigen Monaten erinnern,
wenn du das siehst, Don Laundrie, wenn du noch da bist, ich muss es so formulieren, weil viele meiner Zuseher, sage ich mal, haben den Dings auf privat gestellt, jetzt weiß ich nie, wer noch da ist oder sonstiges, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, wenn du das siehst, ja, ich hätte das Spiel ein bisschen früher anfangen. Gut, ich hätte gesagt, wir haben jetzt da 25 Minuten. Ich habe gesagt, ich möchte mich da ein bisschen in die 25-Minuten-Riege einreihen. Warte mal, ich speichere da nochmal. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wir werden da weitermachen. Genau, jetzt siehst du ungefähr, wie spät das ist. Und ja, also dann bis zum nächsten Mal. Baba!